Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart Wii Zeitfahren. Heute fangen wir mit dem Sterncup an, beziehungsweise spielen den Sterncup. Und Strecke Nummer 1 ist Daisys Piste. Ich habe schon Daisy und Machbike gewählt. Wir fahren auch gegen Daisy und Machbike. Mit dem Profil Spade wurde der CDGP-Geist hier angefertigt. Zum Vergleich, wir haben natürlich auch einen Weltrekord und die Weltrekordzeit sagt 1:28.3, heißt ungefähr 6 Sekunden schneller von Luke aufgestellt. Man muss dazu sagen, 6 Sekunden wirkt nicht so viel, allerdings gibt die Strecke natürlich auch nicht so extrem viel her, was Shortcuts angeht, beziehungsweise eigentlich gar nichts, nur den offiziell anerkannten und offensichtlichen Shortcut. Entsprechend, ja, sind die 6 Sekunden trotzdem im Vergleich zu einer, ja, wir gucken mal, wie der Geist hier ist, aber ich nehme an, dass der nicht so ultra verkehrt sein wird, dann ist der Unterschied schon respektabel. Was wahrscheinlich bei der Weltrekordzeit deutlich besser sein wird, ist zum einen, dass es generell sehr viel cleaner gefahren ist und zum anderen, dass es eine Low-Stunt-Möglichkeit gibt bei diesem Sprung, die aber extrem schwierig umzusetzen ist und sehr unwahrscheinlich hinzubekommen. Weswegen der Weltrekord das, glaube ich, auch nur zweimal hinbekommt tatsächlich. Oh, da bin ich hängen geblieben an der Kante, das war nicht gut. Prinzipiell fährt der Geist aber, glaube ich, eine relativ ähnliche Linie wie ich. Was ich nur gesehen habe, ist, dass er, glaube ich, am Anfang ein bisschen anders gefahren ist von der Runde. Das können wir gleich vielleicht nochmal abgucken, wo der hier runterfährt und ob der in den Drift da geht mit Wheelie. Er geht in den Drift und holt sich den Mini-Turbo, okay. War das schneller als mein Wheelie? Kann ich schwer sagen. Oh, da bin ich über den einen Boost-Panel irgendwie drüber geflogen. Das hat vielleicht Zeit gekostet, vielleicht habe ich dadurch weniger Airtime gehabt. Gefühlt hat es keinen Unterschied gemacht. Aber ich krieg den Mini-Turbo nicht raus, das wird's gewesen sein. Oh, und das blaue Hütchen darf man nicht mitnehmen. Bei den Hütchen bin ich mir immer unsicher, gegen welche man fahren darf und gegen welche nicht, ohne langsamer zu werden. Das war offensichtlich eins von der Variante, da fährst du nicht gegen. Das blaue Hütchen, wir merken es uns. So, wird hier überhaupt ein doppelter Mini-Turbo gezündet? Bin mir nicht sicher, ob der Geist das macht. Er bleibt aber auf jeden Fall irgendwie hängen in Runde 1, weil da kann man Zeit rausholen. Das gut zu wissen, heißt, ich kann in Runde 2 und 3 mir zumindest ein bisschen Fehler gönnen, weil man in Runde 1 den Puffer rausfahren kann, aber der ist wirklich auch nur minimal, also ich sollte nicht anfangen hier zu gurken. Wir haben ja gesehen, dass ich Probleme habe und ich kriege gerade hier diesen Drift nicht hin, wundert mich. Im Online-Rennen habe ich damit gefühlt nie Probleme gehabt, um da direkt in diesen Drift reinzukommen, aber gefühlt holt der Geist dadurch auch nicht viel auf, also vielleicht ist es nicht so schlimm, dass ich da dann die Wheelie-Variante nehme. Ich, ja, finde die Strecke auf der einen Seite ganz cool zum Zeitfahren, so diese engen Kurven und Machbike, das hat schon was. Auf der anderen Seite ist auch viel so, ich hätte es lassen sollen, viel so die Drifts langziehen. Und das ist wiederum ätzend, meiner Meinung nach. Also so wie gerade da an der Stelle. Und auch hier macht man das und dann gleich in der Kurve nochmal. Das, finde ich, stört den Flow der Strecke extrem, dass man hier so die Drifts langziehen muss. Vor allem mit Machbike musste der ja wirklich ewig dann warten und gegensteuern. Aber das scheint hier zu reichen, wenn ich jetzt keinen Mist mehr baue, für eine 1:33.7. Neuer Rekord, wow. Und damit haben wir den Geist abgeschlossen. Das freut mich, hat ja ganz gut funktioniert. Nächste Strecke ist Cooper Cup, da gibt es eine Glitchzeit. Moment, da muss ich auch den Charakter wechseln. Da gehen wir nach Bowser Bike Terrain. Es gibt eine Glitchzeit, die ist tatsächlich mit Torpid, weil man, glaube ich, den Glitch nur mit Torpid ziehen kann. Und zwar ist das eine... Wo sind wir denn? Eine 1:55 von Lawrence. Und die Non-Glitch-Zeit ist eine 2:17 von Luke, also schon ein deutlicher Unterschied.
Und hier spielen wir gegen eine 227. Ist natürlich eine lange Strecke, entsprechend kann da die Differenz auch größer sein. Wobei 10 Sekunden für so eine lange Strecke kommt mir nicht so viel vor tatsächlich. Aber mal gucken. Es ist auf jeden Fall Cooper mit Bullet Bike. Da dürften wir prinzipiell zumindest einen Vorteil haben, was den Speed angeht. Ist aber definitiv keine Strecke, die ich im Zeitfahren gut kann. Jo, okay, da wird direkt davon gezogen von Countess. Ich werde, glaube ich, auf den Shroomless Shortcut verzichten. Einfach aus Safety-Gründen. Beziehungsweise muss ich jetzt mal gucken, ob der Geist das macht, weil dann müsste ich es wahrscheinlich auch probieren. Alter, der zieht ja richtig davon. Was ist denn hier los? Nee, der fährt hier lang. Okay, das ist schon mal gut. Dann muss ich da hoffentlich kein Risiko eingehen mit dem Shroomless Shortcut. Ich fahre mal noch weiter hier, um zu gucken, was sich hier noch so tut. Am Ende gibt es noch eine Strategie, dass man so die Bande mitnimmt, um schneller nach unten zu kommen hier bei dem Sprung. Das kann ich allerdings nicht sonderlich konsistent. Hat in dem Fall funktioniert. Also so möchte man das machen. Das sah vielleicht ein bisschen unbeholfen aus mit der Wand, aber das ist tatsächlich die Strategie. Ich bin positiv überrascht, dass das auf Anhieb geklappt hat. Trotzdem eine halbe Sekunde hinten gewesen schon. Und hier kann man normalerweise ganz schön einen Slipdrift bekommen durch die Geländeneigung. Hat in dem Fall nicht funktioniert. So, ich glaube, hier muss ich einen Wheelie neu ansetzen. Das hier ist die schönste Stelle der Strecke, dieser Rechts-into-Links-Drift, weil man da so schön mit der Strömung mitgeht. Jeder, der selbst fährt, weiß, was meine. Und hier zieht man, glaube ich, einfach einen Drift lang, weil der Mini-Turbo in der Strömung sowieso nicht so ultra viel bringt. Jo, okay. Jetzt bin ich gegen das Ding geraten. Damit ist die Sache durch. Vielleicht kann ich euch aber noch ganz kurz sagen, was es mit dem Glitch auf sich hat. Der fährt eine Runde ganz normal und glitcht sich dann hier irgendwie über so Sprünge und vielleicht wird auch ein Pilz benötigt, hier in diese Bande rein. Springt im Untergrund quasi da hinten in den Checkpoint rein, wird dann hier gerespawnt, kann die Runde zu Ende fahren, weil er dadurch einen Checkpoint mitnimmt und spart sich so quasi eine Runde mehr oder minder komplett und fährt zwei Runden quasi normal mit Torpid. Eine dann mit Pilzen eben und eine ohne. So. Weil durch den Respawn hast du dann natürlich keinen Pilz mehr. Und ich glaube, es werden auch alle drei Pilze für den Glitch benötigt, weil man sonst nicht an diese Stelle rankommt. Deswegen wird auch Torpid genommen, weil Top Speed und fliegt am weitesten dadurch wahrscheinlich. Wäre jetzt meine Vermutung. So, okay, hier einen niedrigen Sprung hinbekommen. Das ist prinzipiell schön. Trotzdem bin ich schon wieder deutlich hinten. Also, ich scheine hier sehr viele kleinere Fehler zu machen. Prinzipiell habe ich das Gefühl, dass ich sehr ähnliche Lines fahre wie der Geist, aber trotzdem zieht er mich ganz gut ab. Es gibt auch tatsächlich beim Wasserfall so ein paar neuere Strategien. Da bin ich sehr langsam rausgekommen. Ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt, so auf dem Skill-Level, wie ich das mache. Oder ob ich dann einfach ganz normal den Sprung nehmen sollte. Vielleicht mit einem Drift, dass ich nicht zu hoch fliege und direkt in die Kurve kann. Werde ich vielleicht nächste Runde mal ausprobieren. Und in Runde 3 werde ich den Shroomless ziehen, falls ich dann nach wie vor weit hinten sein sollte. Nicht direkt in die Strömung reingekommen. Alles nicht optimal hier. Ja, okay, da den einen Wheelie reinbekommen. So, hier kann ich jetzt mal was probieren. Und zwar, ja, das hat nicht funktioniert. Man kann so ein Wheelie auch links dann nochmal diese eine Kurve nach der Röhrenöffnung hochziehen. Und das soll wohl Zeit einsparen. So würde ich das dann mal angehen, die nächsten Versuche, wie ich das jetzt gemacht habe. Trotzdem wieder knapp eine Sekunde verloren. Das ist natürlich heftig. Gegen Cooper, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Der ja prinzipiell deutlich langsamer sein sollte als das Bowser Bike. Aber ich werde ja an mehreren Stellen hart abgezogen scheinbar. So, dann würde ich sagen, gehen wir Risiko ein. Hat nicht funktioniert. Das ist der Shroomless Shortcut. Ich habe mit dem Shroomless Shortcut so meine Probleme. Nicht unbedingt über das Offroad zu kommen, das hat jetzt in dem Fall auch nicht funktioniert.
Aber da geht es eher darum, dass ich danach nicht vernünftig in die Strömung reinkomme und dadurch habe ich nicht das Gefühl, dass mir der Shroomless-Shortcut was bringt. So, wir sind in Versuch Nummer 3, 4. Ich glaube Versuch Nummer 3, aber sicher bin ich mir nicht. Ihr kennt mich, ich habe natürlich mal wieder nicht aufgepasst oder mir eine Strichliste oder sowas gemacht. Soll ich hier einfach... Ja, ich glaube, hier ist es tatsächlich besser, wenn ich einfach im Wheelie bleibe. Man kann mit einem Sprung so eine Art niedrigeren Sprung bekommen. Einen Stunt ziehe ich da ja nicht, weil man mit einem Stunt sehr hoch fliegt an der Stelle. Aber man kann das auf jeden Fall besser machen, theoretisch mit einem Sprung. Es ist aber mehr Risiko. Und ich glaube, dass ich mit dem Wheelie eine safe Variante habe, mit der ich nicht viel Zeit verliere auf den Geist. Deswegen werde ich das so handhaben. Und hier den Pilz. Ja, okay. Das sah doch mal in Ordnung aus als erste Runde. Da ist auf jeden Fall jetzt noch alles drin. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt anders gemacht habe, dass es besser funktioniert hat als, als die letzten Versuche. Ist das nervig. Da an diesem Mini-Mini-Fitzel von Offroad hängen zu bleiben. Versuch Nummer 4. Ich habe die Befürchtung tatsächlich so ein bisschen, dass das hier so ein bisschen der... Oh, das ist hier auch sehr knapp. Die Geschichte des Cups werden könnte, dass ich hier den einen oder anderen Geist nicht hinbekomme. Bei Vulkankrollen rechne ich mir noch einigermaßen Chancen aus, aber bei... also vor Blätterwald habe ich auf jeden Fall auch Schiss. Weil das eine Strecke ist, die ich im Zeitfahren mit Sicherheit nicht viel gemacht habe. Da ich sie auch im Online-Rennen nicht sonderlich mag und ist relativ lang. Entsprechend ist auch die Hemmschwelle, da mal ins Zeitfahren reinzugehen, sehr hoch und ja, das könnte schwierig werden. Deswegen wäre es eigentlich schön, wenn ich mich hier noch ein bisschen anstrengen würde und den Geist zumindest holen kann, aber nicht, wenn ich so nicht in den Wheelie reinkomme. Das war bitter. Dann würde ich aber trotzdem zumindest mal vielleicht eine Zeit noch gerne zu Ende fahren. Das wäre ja auch schon ein Erfolgserlebnis. Habe ich bisher, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Bei der einen sind wir in Runde 3 zwar gekommen, aber da hatte ich auch schon aufgegeben, weil das mit diesem Clip am Ende nicht funktioniert hat, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war irgendwas nicht gut. So. Und ich bin noch einigermaßen dran, also ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch nochmal den Shroomless riskieren soll. So, just for the Wissenschaft. Weil, ja, okay, jetzt bin ich nämlich schon über eine Sekunde hinten. Das werde ich auf normale Weise wahrscheinlich nicht mehr holen. Ich gehe mal davon aus, dass der nicht vor dem Ziel abbremst und noch 2 Sekunden auf mich wartet. Der Geist. Entsprechend. Ja, gehen wir dafür? Wir gehen dafür, komm. So, und... Ja, das war sogar ganz gut. Sind vielleicht minimal näher rangekommen, aber trotzdem nicht weit genug. Leider. Trotzdem wird das, denke ich, dann eine Zeit, mit der ich vorerst mal zufrieden bin. Soll ich jetzt... Ja, komm, eigentlich muss ich es jetzt versuchen. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Und zack. Dafür bin ich da cool in den Drift reingekommen am Ende. Es war auf jeden Fall besser als alles davor. 48,6er Runde. Die letzte war tatsächlich. Das war dann wirklich der Shroomless-Shortcut, der gut eine Sekunde gesaved hat. Also, wenn ich den zweimal ziehen würde, könnte das reichen. Ich würde es aber an der Stelle dabei belassen. Und mir einfach einreden, dass es prinzipiell möglich gewesen wäre. Wie gesagt, den Glitch kann ich euch nicht zeigen, der ist sehr komplex und habe ich nie probiert oder eben geschafft. Als nächstes haben wir Astrus da mit einer 227-694. Kart, spannend. Weltrekord, Non-Shortcut 2 Minuten 13 von Demon. Und es gibt natürlich auch eine Glitchzeit, eine 1:32,5 ebenfalls von Demon. Aha. Das ist spannend, hat beide Zeiten. Krasser Flex. Der Glitch ist
links von der Ziellinie. Man fährt, glaube ich, eine Runde normal. Dann zieht man den Glitch. Zweimal? Vielleicht dreht man auch um und zieht ihn dreimal. Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Man braucht aber auf jeden Fall Pilze dafür, um den Key-Checkpoint-Teil zu schaffen. Und dann springt man hier hinten rüber. Vielleicht, das haben mit Sicherheit damals sehr viele sich gedacht, da kann man rüberspringen und krass abkürzen. Haben dann festgestellt, die Runde zählt nicht. Und dann wurde irgendwann später eine Variante erfunden oder entdeckt, wie man diesen Checkpoint aktivieren kann, dass das funktioniert tatsächlich. Über diese kleine Rampe nach der Kanone, also gut zwei Drittel der Strecke abzukürzen. Ja, ist auf jeden Fall spannender Glitch, aber ich habe mich noch nie dran versucht, glaube ich. Nein, das habe ich befürchtet, dass mir das passieren wird. Finde ich tatsächlich eine schwierige Stelle, diesen Baumstamm, weil der so gebogen ist, dass man mit dem Wheelie gerne mal in Sphären abdriftet, wo man nicht lang möchte. Und es macht mir ein bisschen Angst, möchte ich an der Stelle mal kurz sagen, dass der Geist extrem nah an mir dran gewesen ist die ganze Zeit, obwohl er Kart fährt mit Diddy Kong. Das macht mich fertig. So, hier kann man so einen Drift hochziehen eigentlich. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ihr merkt schon, gar nicht meine Strecke. Es gibt noch, komm, wenn wir jetzt schon so weit hinten sind, hier die Möglichkeit eines Turnskip-Shortcuts. Das ist wild, dass das funktioniert hat. Das ist wild, dass ich da in die in die Mini-Lücke reinfliege. Der Weltrekord sieht diesen Shortcut tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob dreimal oder zweimal. Also der Non-Glitch-Weltrekord. Allerdings bounce der ein bisschen anders ab, dass er direkt wieder geradeaus fahren kann. Also das ist, sieht sehr wild aus und sehr schwierig. Entsprechend nichts, was ich hier jetzt versuchen würde in den 5 Versuchen. Aber prinzipiell der Turnskip, habt ihr gesehen, ist machbar. Bloß lohnt er sich halt auch wirklich nur, wenn man danach sehr gut aufkommt, was durch meine Methode gerade mit Sicherheit nicht der Fall war. Also so macht man ihn nicht und da lohnt sich es dann eher, diesen von Nintendo vorgesehenen Anfangs-Shortcut zu nehmen. So, bisschen weniger Gurken wäre angebracht, Patrick. Dann wird das hier vielleicht auch was gegen den Geist. Aber ja, okay, halbe Sekunde immerhin. Das ist in Ordnung für mich. Solange ich das hier irgendwie schaffe, die Strecke, bin ich da schon zufrieden, weil das wirklich nicht meine Stärke ist und ich das Gefühl habe, für einen Kart hält der Geist ganz gut gegen. So. Wie hier die Wiggler stehen, habe ich auch gar keine Ahnung. Ich komme hier auf jeden Fall vorne dran vorbei, das ist schon mal gut. Ich glaube, der Geist aber auch. Das ist schade. Da hätte der Wiggler mal vorlaufen können, dass ich da ein bisschen mehr raushole. Und hier habe ich gerade erfolgreich jeden Boost-Panel gedodged. Beziehungsweise jedes. Ja. Da wird es schon schwierig mit den... mit den... Ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Artikel. Alter. Ja, also denken, reden... boah Gott. Reden und fahren gleichzeitig und denken, das ist nicht possible. Dadurch bin ich jetzt hier gegen die Wand gefahren. Ach Mann, ist das bitter. Dann muss ich jetzt nochmal hier in die Strecke rein, oder? Weil das werde ich wahrscheinlich nicht mehr holen. Also diese Kurve, da kann ich auch gar nicht. Da kann man da so eine super tolle Drift- und Wheelie-Strat raushauen, theoretisch. Wenn man es denn kann. Hier bin ich mir nicht sicher. Ist das hier vielleicht sogar schneller? Für Vollnoobs wie mich? Ja, mal gucken. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr holen können jetzt. Aber ich fahre mal noch zu Ende. Mit ein bisschen Glück, wenn ich das hier hinten jetzt richtig crazy hinbekomme. Gute Stunts oder so. Vielleicht reicht das noch. Nope, das wird nicht reichen. Ah, schade. Ich hätte es mir gegönnt, dass wir hier durch sind. Ja, natürlich ein neuer Rekord. Oh Gott. Naja. Versuch Nummer 4 kommt, glaube ich. Heißt, auch das wird hier wieder schwierig, aber wir haben gesehen, die Möglichkeit besteht, wenn man nicht gegen Wände fährt, diesen Geist zu schlagen.
erste Runde nehmen wir uns vor, wieder eine halbe Sekunde rauszureißen. Oh mein Gott. Es geht schon gut los. Ich versuche das hier mit der Kurve gar nicht erst, dass ich da nicht einen Fail reinbaue, weil das hat großes Fehlerpotenzial bei einem Vollnoob wie mir. Und hier ja, nehmen wir die Boost Panels eben beide mit. Hier überspringe ich wieder gekonnt alles. Also ich weiß nicht, ob das so schlimm ist, weil dadurch kann ich die Kurve natürlich ein bisschen tighter nehmen, da ich keinen Speed drauf habe. Aber ich würde jetzt einfach behaupten, dass das nicht so gut ist. Und wenn ich hier den Wheelie einmal gescheit durchziehen könnte, wäre das auch von Vorteil, aber ich traue mich nicht. So. Halbe Sekunde ist es nicht, aber dafür hier den Entry in den Shortcut einigermaßen bekommen. Da habe ich davor auch noch nicht so gut hinbekommen wie jetzt gerade an der Stelle. Das dürfte mir so ein, zwei Hundertstel eingesaved haben im Vergleich zu meiner sonstigen Fahrweise. Das war sehr knapp mit dem Wiggler, ich hatte Angst. Weil die haben gefühlt ein bisschen eine größere Hitbox als ihre Beine anzeigen. Dass man da ein bisschen Abstand immer halten sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. So, und hier diese Bodenwellen und alles verleitet mich dazu, im Wheelie zu lenken. Das ist... Ich weiß nicht, warum man die Strecke hier mögen können sollte. So viel rumgebounce, was man nicht möchte und... eklig, eklig. Und wie kann das sein, dass ich diesen Boost-Panel überspringe? Es ist grauenhaft. Ich ziehe übrigens nach der Canon auch nach hinten, dass ich nicht irgendwie komisch rumbounce, sondern es ganz safe machen. So. Immerhin in Runde 3 sind die Wiggler gnädig und gehen nicht auf den Sack. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass ich hier nicht wieder alles überspringe. Ich überspringe alles, perfekt. Hier komme ich nicht in die Wheelie rein, es wird verdammt knapp. Theoretisch habe ich am Ende bei dem Sprung die Möglichkeit, mit einem Wheelie im Trickboost noch eine Kleinigkeit rauszuholen. Ich hoffe, darauf bin ich nicht angewiesen. Aber okay, es reicht. 2,27, 0. Es hätte auch eine 2,26 werden können, hätte ich den Wheelie am Ende gescheit bekommen. Aber ja, also es war keine gute Zeit, nicht meine Strecke. Wir haben aber den CTGP-Geist geschlagen, kann man festhalten. So, jetzt kommen wir zu einer deutlich schöneren Strecke dafür wieder. Und zwar, interessanterweise eine Strecke mit 3 unterschiedlichen Weltrekorden. Wieso ist das so? Es gibt eine Glitch-Zeit. Den Glitch kann ich euch tatsächlich auch mal zeigen, ausnahmsweise. Kümmern wir uns dann nachher drum. Die Glitch-Zeit liegt bei 15 Sekunden von Iniake. Dann haben wir einen Non-Shortcut-Weltrekord. Der liegt bei einer... wo sind wir denn? 1,509 von Barney. Jetzt möchte ich mal ganz kurz... Genau, ihr seht, Unterschied Weltrekord Non-Shortcut zu diesem Geist hier ist nicht mal eine Sekunde. Also wir haben hier eine 1,517 gegen uns. Entsprechend gehe ich fast davon aus, dass dieser Geist ein Alternative Category World Record quasi D-Strat fährt. Denn da gibt es noch eine 1,329 von Connor. Und die beinhaltet den Rock SC. Das finde ich spannend, dass da eine Unterkategorisierung getroffen wird mit dem Rock Hop, dass das eine extra Kategorie ist, weil, ja, weiß ich nicht genau, was sich dabei gedacht wurde, dass man da den Rock Hop nicht als normalen Shortcut reinzählt. Vielleicht, weil er zu viel Zeit saved oder weil man in Runde 3. Ne, man zieht in Runde 3 dann nicht mal mehr den Lava-Glitch, sondern man kann den Rockhop, glaube ich, dreimal ziehen, wenn man schnell genug ist. Was bei Weltrekordzeiten, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der Fall ist. Ich bin gespannt, was der Shortcut hier macht, was der Geist hier jetzt gleich macht. Bleibt er stehen? Nee, er zieht durch. Okay, das ist wild. Ich bin gespannt, ob ich da Land sehe. Weil der Rockhop ohne Anhalten ist nicht so simpel. Und ich muss ihn zweimal schaffen. Das dritte Mal werde ich wahrscheinlich nicht schnell genug sein, sondern da dann den Lava-Glitch ziehen, was kein Problem ist. Vielleicht zieht er hier aber auch nur in Runde 1 natürlich den Shortcut und in Runde 2 und so weiter nicht.
Das sollte ich mir eigentlich angucken, bevor ich hier jetzt gleich nochmal neu starte. So, weil das hier sieht schon wieder alles nicht gut aus. Hier gibt es auch so kleine Bounce-Geschichten und hier in den Wheelie zu kommen ist nicht so leicht. Also ist definitiv keine leichte Zeitfahrstrecke, gerade wenn man eben den Rockhop ziehen möchte. Jetzt bin ich mal gespannt gleich nächste Runde, ob er ihn da nochmal zieht, weil also der Unterschied zum Weltrekord kommt mir schon krass vor, was aber wie gesagt daran liegen könnte, dass der Weltrekord auch in Runde 3 den Rockhop zieht, was der Geist hier dann wahrscheinlich mit seiner Zeit nicht schafft und auch entsprechend ich nicht. Sehr spannende Strecke, definitiv. Und eine, die ich online sehr gerne fahre, weil man mit dem Lava Glitch SC Runde 3 immer noch so eine tolle potenzielle Dodge-Variante drin hat. Und auch der Rockhop ist an sich ein sehr cooler Shortcut, falls man ihn dann hinbekommt. Aber ja, der Geist hier scheint mir sehr stark zu sein, so viel wie ich bisher von ihm gesehen habe. Oder ich stelle mich natürlich nicht gut an, das ist die Alternativversion. Ja, das ist auch definitiv der Fall, wenn man sich das hier anguckt. Die Strecke habe ich auf jeden Fall damals häufiger im Zeitfahren gemacht, deswegen bin ich gerade ein bisschen schockiert, wie schlecht ich daran bin. So. Und vielleicht kriege ich jetzt hier mal den Wheelie hin. Ja, dankeschön. Das sah doch nicht schlecht aus. Und auch das hier sah deutlich schöner aus. So. Und dann... ja, hier auf den Rampen kann man theoretisch auch Low Stunts ziehen. Die zu bekommen ist so semi-leicht. Die Frage ist dann auch immer so ein bisschen, wie gut kommt man in den Wheelie danach bei den Bodenwellen. Das ist mindestens genauso wichtig. So. Und wir konnten einigermaßen dranbleiben jetzt aber erstmal. Ich bin zufrieden soweit. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich hier eine normale Zeit mal aufstellen kann mit dreimal dem Shortcut. Weil potenziell scheitert es daran schon. Das ist jetzt nämlich schon Versuch Nummer 4, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich würde wirklich gerne einmal zumindest, also den Shortcut so zweimal hinbekommen, dass wir das richtig zu Ende fahren können. Aber so eine halbgare Zeit mit runterfliegen und so, das brauchen wir uns ja nicht anzutun. Dann lieber direkt in den Neustart rein. So. Hier schön die Slipdrifts bekommen, in den Wheelie gekommen, sehr schön. Und auch das sah fast 1:1 so aus, wie Knochenbowser das gemacht hat, aber er hat ein bisschen einen höheren Bounce von dem Felsen bekommen. Den konnte ich auf jeden Fall mal besser. Da merkt man, ich war schon lange nicht mehr am Start. Das ist schade. Ich habe mich tatsächlich auf Vulkankrollen am meisten gefreut in dem Cup. Dementsprechend ist das ein bisschen ein Downer, dass das hier jetzt noch nicht so gut funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht kommt jetzt der Versuch, der alles verändert. So. Den Wheelie kriege ich schon mal nicht gescheit. Das ist bitter. Da wäre ich fast wieder runtergefallen. Aber klappt nochmal. Dadurch, dass ich sehr langsam unterwegs war, konnte ich die Kurve nach dem Shortcut wenigstens einigermaßen nehmen. Aber ich komme hier gerade nicht gut in die Wheelies. Das ist bitter. So, aber das Wichtigste ist jetzt, den Shortcut nochmal hinzubekommen in der Runde. So, da musste ein leichter Spin-Drift her, um nicht im Offroad hängen zu bleiben. Und hier wieder kein Mini-Turbo kommen, aber dafür ein Drift. So. Und... was mache ich? ich war am Überlegen, und also das wäre sowieso nichts mehr geworden. Ich war am Überlegen, ob ich den Pilz einsetze, einen Mini-Turbo zünde und versuche damit rüber zu springen oder einfach direkt in die Lava springe und versage. Am Ende ist es auf Letzteres hinausgelaufen, es war aber nicht der Plan. So, das starte ich direkt nochmal neu. Und das wird auch der letzte Versuch dann wahrscheinlich sein. Weil, also gegen den Geist kann ich wirklich nur gewinnen, wenn ich den Rockhop ziehe und nicht mit der anderen Weltrekord-Strat. Also die des Non-Glitch-Weltrekords und nicht des Alternatives. Das finde ich auf jeden Fall schon krass, also dass der CTKP-Geist den Rockhop
doppelt zieht. Anspruchsvoll auf jeden Fall. So. Boah. Und hüpp. Das reicht. Sehr schön. Ich glaube, so nah war ich auch... Oh, ja, natürlich, dann kriege ich den Drift in die falsche Richtung. Ich wollte gerade sagen, so nah war ich auch noch nie dran. Naja. So viel dazu. Und diese Bounces hier gerade, ohne in den Wheelie zu kommen. Richtig bitter. So. Jetzt alles egal. Konzentrieren auf den Shortcut. Dass der nochmal klappt und wir hier eine Zeit zumindest setzen können. Mehr will ich doch nicht. Mehr will ich doch nicht. Ich hasse mein Leben. Gut. Letzter Versuch. Mal schauen. Vielleicht komme ich hier ja mal genau vernünftig in den ersten Wheelie. Das ist doch schon mal viel wert gewesen. So fühlt man sich doch direkt viel besser, wenn man hier noch gleich auf ist mit dem Geist. Zumindest bis Kurve 3 ungefähr. Dann hat man hier doch auch einen ganz anderen Ansporn. So. In den Wheelie bitte. Ja, so ungefähr zumindest. Dann hier rüber. Mhm. Dadurch, dass ich sehr hängen geblieben bin, dachte ich, ich kriege die Kurve danach wenigstens besser. Hat nur so semi funktioniert. Und hier auch wieder nicht in die Wheelie gekommen. Naja, machst du nix. Das hier könnte man vielleicht weiter außen anfahren, um hier gescheit in den Wheelie zu kommen und den zu halten. Hier der doppelte Mini-Turbo, der macht immer Spaß, weil man da so schön in die Slipdrifts kommt. In der Höhle, in dem Abschnitt. Und... ja, da haben wir es doch mal noch. Oh Gott. Ja, das ist hier ein Kraftakt, die Kurven danach. So, und 2 Sekunden hinten, also aufholbar ist es nicht. Aber... immerhin können wir die Zeit hoffentlich zu Ende fahren, wenn ich jetzt nicht noch den Lava-Glitch SC fehle. Das wäre natürlich noch die Höhe. Vielleicht ist der Lava-Glitch auch nicht das Schnellste, was man machen kann. Mal gucken, was er treibt. Er nimmt ihn nicht. Moment. Jetzt muss ich aber mal gucken. Er hat den Pilz dann wahrscheinlich noch am Ende für irgendwas. Ah, nicht in das Feuerding. Ja, er nimmt ihn da am Ende und okay. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das noch klappt, aber das erklärt, warum er eine 1,51 hat, obwohl er zweimal den Rekord nimmt. Der Lava-Glitch ist dann tatsächlich schneller, als außenrum zu fahren. Aber wie der Name sagt, ist das dann ja auch gewissermaßen ein Glitch. Ich nehme an, dass wir das deswegen nicht gemacht haben bei dem Geist. Aber okay, dann haben wir den zumindest noch besiegt, den CTGP-Geist, wenn auch nicht mit fairen Mitteln und wenn auch beim, ich glaube, 7. Versuch. Aber ich bin froh, dass es überhaupt noch funktioniert hat. Da war ich gerade ein bisschen im Tilt drin, dass ich das noch machen musste. So, was ich euch noch zeigen wollte, ist der Glitch. Boah, was nehme ich denn dafür? Ich nehme mal das Willi-Bike. Man spielt das, glaube ich, mit Quack-Quack. Aber ich werde es mal hiermit probieren. Ups. Und wir gehen ins Solo-Zeitfahren. 2 Möglichkeiten, wie man den Glitch ziehen kann. Zum einen kann man das Ganze quasi von der Ziellinie aus direkt machen mit einem Pilz. Hier links auf den Hügel springen. Das würde ich jetzt auch einfach mal ausprobieren, ob ich das vielleicht auf Anhieb hinbekomme. Alternativ nehmen wir den anderen Entry zu dem Glitch, den ich euch dann gleich zeige. Ja, ich glaube, komm. Machen wir das. Ich glaube, das ist mit Quack-Quack leichter, den normalen oder den schnellen Weg zu nehmen. Den anderen Weg ist, dass man hier auf das Ding springt, dann holt man hier einen Checkpoint, den man braucht, ein, fährt hier so eine Runde und nimmt hier nochmal einen Checkpoint mit. Und dann kann man quasi hier auf dem Felsen bleiben, die Runde zählt. Wenn man auf dem Felsen bleibt, kannst du da dann halt Runden 2 und 3 auch noch drehen, fährst dann hier durchs Ziel nach wenigen Sekunden. Der Weltrekord, wie gesagt, fährt direkt hier nach oben
und dreht dann da seine Runden mit Quack Quack in den 15 Sekunden sind es, glaube ich, gewesen. Warte, ich guck nochmal. Volcano 15,4 Sekunden. Ja, das ist dann natürlich schon beeindruckend. Aber ja, das wäre es soweit mit dem Sterncup. Wir haben 3 von 4 Geistern hinbekommen, immerhin. Cooper Cup musste ich mich geschlagen geben. Und das hier habe ich natürlich auch nur ein bisschen geschummelt hinbekommen. Ich hoffe, dass der Bananen-Cup wieder ein bisschen besser läuft. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis dann und tschüss.